Zu einem wahren Volksfest entwickelte sich der erste Mohrenbrau-Silvester. Am 29.09. feierten zahlreiche Vorarlberger und Vorarlbergerinnen gemeinsam mit dem Mohrenteam in der Mohrenbrauerei. Und es wurde viel geboten. Im Rahmen einer Sonderausstellung wurde die Geschichte des Brausilvesters und insbesondere die Themen Herausforderung der Bierlieferung, eisige Zeiten der Brauereigeschichte und das Brauerjahr dargestellt. Brausilvester selbst hat dabei eine ganz eigene Bedeutung, wie Geschäftsführer Heinz Huber erklärt. Der Brausilvester ist eine geschichtliche Tradition und die haben wir eigentlich wieder aufleben lassen wollen. Der Bevölkerung zeigen, dass es früher anders war. Und das versuchen wir mit dem Brausilvester. Wir sind heuer das erste Mal dabei, möchten das aber auch in Zukunft weitermachen. Und man sieht ja, dass es sehr gut ankommt und das Haus voll ist. Beim feierlichen Fassanstich, durchgeführt von Landeshauptmann Markus Wallner und Bürgermeister Wolfgang Rümmele, wurde das eigens dafür eingebraute Mohren-Silvesterbier vorgestellt und natürlich verkostet. Ja, sehr natürlich. Wir haben bei uns eine gute Verbindung, aus Traditionellem, aus Heimat, aber natürlich auch viel Modernes. Die Firma Mohrenbräu kann das ganz gut verbinden. 178 Jahre in der Hand eines Familienunternehmens, viel Tradition. Das Produkt, Bier, viel Tradition. Aber dahinter steckt auch viel Know-how, viel Modernes. Also diese ideale Verbindung, das dazu bei einem Produkt wie Bier ist eigentlich exzellent. Ja, ich bin immer wieder begeistert, vor allem über die Innovationskraft der Mohrenbrauerei. Ich bin ja da mit meinem Büro direkt der Nachbar. Ich freue mich darüber, dass da so viel los ist, dass man sich insbesondere auch der Geschichte des Bierbrauens und auch natürlich der eigenen Brauerei stellt. Und jetzt habe ich mit großer Freude festgestellt, dass man schon wieder neue Räume dazu ausgebaut hat. Und es ist eine großartige Ausstellung. Und es freut mich wirklich sehr, dass ein so moderner Betrieb sich so intensiv auch an die eigenen Wurzeln erinnert. Ein bieriges Freudenfest, das sich im Laufe der Jahre zu einem liebgewonnenen Brauchtum entwickelt hat. Diese schöne Tradition wird nun vom Verband der österreichischen Brauereien wieder neu belebt. Im Rahmen des Brausilvesters wurde auch die Gewinnverlosung des Kronkorken-Sammelgewinnspiels durchgeführt. Jeder, der vorab Kronkorken gesammelt und abgegeben hatte, konnte gewinnen. Jedes Gramm war entscheidend. Die Gewinner konnten sich anschließend über einen tollen Preis freuen, der von der amtierenden Hopfenkönigin übergeben wurde. Ja, man muss einfach irgendeine Verbindung zum Hopfer haben und gerade ich speziell bin auf einem Hopferanbaubetrieb aufgewachsen, lebe damit eigentlich schon mein Leben lang und dann gibt es eigentlich in Tettnang dann alle zwei Jahre eine Wahl, wo man sich dann aufstellen kann und zur Tettnanger Hopfenkönigin wählt werden kann. Ja. Insgesamt wurden 200 Preise ausgelost, unter denen sich Mohrenkühlschränke wie verschiedene Partyausstattungen befanden. Wir haben 21 Kilo und 800 Gramm zusammen gehabt und alle rundherum, alle Freunde haben bei uns Abgabestelle und das braucht. Ja. Aber er hat eigentlich vor zwei Jahren schon angefangen mit Bierdeckelsammler und darum haben wir gesagt, okay, da machen wir mit. Und er hat seine ganzen Bierdeckel abgegeben und dann haben wir am Anfang mit 3 Kilo angefangen und so hat sich das ergeben. Er war eigentlich der Startschuss dafür. Neben den zahlreichen Gewinnern stand diese Sammelaktion auch im Zeichen von Vorarlberg sammelt, spendet und gewinnt. Im Rahmen dieser Sammelaktion wurden über 1000 Kilogramm Kronkorken gesammelt und es kam eine Gesamtspende für den Alpenschutzverband von 1000 Euro zusammen, die Mohren-Geschäftsführer Heinz Huber auf 8000 Euro anhob. Der Alpenschutzverein, den gibt es seit 1972 und wir sind im Natur- und Umweltschutzbereich engagiert. Aufgrund der Namensähnlichkeit mit dem alten Verein oder Maha Luft mit diesem traditionellen Bergsteigerverband verwechselt. Aber wir sind jetzt überwiegend im Natur- und Umweltschutzbereich engagiert. Für uns natürlich eine sehr wertvolle Unterstützung und natürlich ein unbezahlbarer Werbeerfolg für unser Anliegen. Und was ich irgendwie auch toll finde, dass sich das Reinheitsgebot der Bierproduktion so toll mit unseren Anliegen und Zielen in Einklang bringen lässt. Eine Tradition, die Lust auf mehr macht. Auch im nächsten Jahr soll es wieder ein Brausilvester geben, zu dem natürlich alle recht herzlich eingeladen sind. Musik